So, heute mal was Kleines außer der Reihe. Ein Sampler mit Live-Aufnahmen von ein paar Bands, die ich gut finde und schon immer gut fand. Denn diese Platte habe ich mir ursprünglich gekauft in der Grabbelkiste von einem Plattenladen für 3,95 Mark. Kann ich mich noch daran erinnern. Und dann habe ich sie verkauft. Es gab die dunklen Tage. Und habe sie heute, ich habe diese Platte justament heute auf dem Flohmarkt wiedergefunden für 3 Euro. Das ist doch mal wertstabil. Ich habe sie mir eigentlich nur aus nostalgischen Gründen gekauft. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals unbedingt gerne die Live-Aufnahmen haben wollte, hier von Deep Purple und von Rainbow. Ich habe dann aber auch Motorhead entdeckt. UFO fand ich gut. Bei Gillen habe ich erst gar nicht verstanden, dass das Ian Gillen von Deep Purple ist, als Solosänger mit seiner Soloband. Das Cover fand ich damals super. Heute muss man sagen, warum bluten dem die Augen, wenn er so laut Musik hört? Müssten ihm nicht die Ohren bluten? Naja, auf der Rückseite wird es auch nicht sehr viel besser. Naja, ein kleines nostalgisches Dokument seiner Zeit. Die Innenhülle, immerhin nett mit schönen Fotos von den jeweiligen Bands und Angaben, wann die einzelnen Lieder aufgenommen worden sind. Habe ich damals Stunden drüber verbracht, mir das alles durchzulesen, wie ich das ja ohnehin früher und heute noch gerne bei Schallplatten mache. Ich lese mir das alles durch, will dann wissen, wer hat es produziert, wer ist der Manager, den ganzen kleinen Nerdkäse, den gucke ich mir gerne an. Die haben auch alle schon so ein bisschen gelitten, hier das Cover und das Innencover. Aber gut, ist ja jetzt auch schon 40 Jahre her. Da darf das auch ein bisschen abgenutzt sein. Platte selber ist noch staubig, muss man mal sauber machen. Aber ich sehe keine großen Probleme, keine Kratzer. Die werde ich jetzt gleich mal auflegen und eine kleine Reise in das Jahr 1981 unternehmen, wo ich die zum ersten Mal gekauft habe und wo sie rauskam. Und da war sie eigentlich schon direkt in der Grabbelkiste. Spricht auch für die Qualität dieses Produkts. Naja, und beim nächsten Mal sprechen wir über eine andere Platte.